Hallo, schaut mal, meine wunderschönen Wimpern. Steht mir das? Und dann noch diese schönen Sonnensprossen. Ist eigentlich ein ganz gutes Make-up hier. Facebook macht's möglich. Ich wollte kurz euch erzählen von dem Divine Healing Gewinnspiel. Ein paar haben sich schon angemeldet, das ist mega. Und das wird mega. Wir haben diese Vision, dass diese einfache Anwendung von Divine Healing in aller Munde ist, dass es jeder kennt. Dass jeder weiß, wie er das für sich anwenden kann und dass jeder weiß, wie man es zusammen anwenden kann. Hallo Maria, willst du ins Bild kommen? Ich rede gerade von unserem Gewinnspiel und dieses ist so eine coole Geschichte. Und ich bin immer noch zu leise. Ich bin immer noch zu leise mit den wahnsinnigen Möglichkeiten dieses Divine Healings. Es ist eigentlich viel zu einfach. Es ist eigentlich etwas, was wir alle wissen, aber nicht glauben, weil es so einfach ist. Wir glauben nicht, dass Heilung so einfach ist. Wir glauben einfach nicht, dass wir uns so einfach von dem konditionierten und programmierten Menschen in unsere göttliche Wahrheit ohne Limitierungen, ohne Krankheiten, ohne Leiden transformieren können. Aber es geht so. Und deswegen wollen wir jetzt ganz viele Leute damit berühren. Mit diesem magic-göttlichen Touch wollen wir euch berühren. Wir wollen euch einladen, diese Erfahrung zu machen für euch. Diese Erfahrung, was passieren kann, wenn jemand für dich den Raum hält, für dich den Raum eröffnet, den göttlichen Raum der unbegrenzten Möglichkeiten und du mit in diesem Raum, mit dieser Person, die sich in diesem Raum schon gut auskennt, weil sie ihn kennengelernt hat, weil sie kennengelernt hat, dass sie nicht das ist, was die meisten Menschen über sie geglaubt haben oder auch über ihn geglaubt haben, sondern weil sie verstanden hat, dass sie so viel mehr ist auf dieser Welt als all das, was sie bis jetzt gesehen hat, was man ihr eingetrichtert hat und dass sie tatsächlich absolut göttlich ist. Jeder Mensch ist hier, um ein Abbild des Göttlichen zu sein. Ich habe vorher in einer anderen Gruppe noch ein bisschen geschrieben, Kommentare mit einer, die hat gesagt, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube auch nicht an Gott. Ich glaube nicht an diesen Gott, den mir die Kirche und die Religion erzählt hat. Den gibt es nicht in dieser Art und Weise. Aber es gibt das Göttliche, das in uns wohnt. Es gibt das Göttliche, das uns erschaffen hat. Und dieses Göttliche kennenzulernen und mit diesem Göttlichen im Herzen durchs Leben zu laufen und zu wissen, dass alles heil ist erstmal. Eigentlich ist ja alles heil. Aber wie kann ich Heilung erzeugen? Indem ich A weiß, dass alles heil ist. Indem ich weiß, dass es eine Illusion ist, dass Menschen krank sein müssen. Es ist eine Illusion, dass Menschen leiden müssen. Es ist eine Illusion, dass Menschen unterschiedlich sind. Das ist alles nur da dieses kleine Köpfchen. Und das zu bereinigen, das aus unserem System rauszukriegen, das aus unserem Unterbewussten. Ich nenne übrigens das Unterbewusste wirklich meine Festplatte. Meine programmierte Festplatte, das ist für mich das Unterbewusste, wenn es so im Hintergrund läuft, weil ich noch nicht erkannt habe, dass die App offen ist. Und wenn ich aber erkenne, dass ich
gucken kann, welche App ist denn da offen, welche App läuft, welche App konditioniert mich, welche App treibt mich gerade, dann kann ich diese App schließen. Und ich kann sie nicht nur schließen, sondern ich kann sagen, ich hätte aber gerne die göttliche App, weil die göttliche App, wenn die läuft, dann muss ich mich nicht drum kümmern. Da kann ich mich entspannen, da wird alles leicht, da kann ich mich hingeben, da kann ich vertrauen, da kann ich lieben, da kann ich Freude haben. Wenn diese göttliche App in mir läuft und diese zu installieren, ist super, super einfach. Und das ist zu einfach fast schon. Und das habe ich selber am eigenen Leib erfahren. Ich durfte Ergebnisse sehen mit anderen Leuten. Es gibt so schöne Transformationen, wo du denkst wirklich, hey Frau, wer bist du? Wo kommst du her? Wo hast du dich die ganze Zeit versteckt? Weil nur, weil sie erkannt hat, oder auch er, wir hatten ja übrigens auch schon 3 Männer in unserer Ausbildung, die das gespürt haben. Aber das Problem ist, wenn du da nicht dran bleibst, dann glaubst du, das ist eine Eintagsfliege. Das war ja einmal ganz schön. Und nachher lässt du dich wieder einsaugen von den alten Überzeugungen, von den alten Paradigmen über dich, über die Welt, über die anderen Menschen. Und das ist etwas, was wir loslassen dürfen. Und das ist etwas so Neues. Es ist etwas so anderes, dass wir nicht mehr getrieben werden von diesen Ängsten, dass wir nicht mehr getrieben werden von Überlebensängsten, die uns einfach auch nur eingetrichtert worden sind. Und diese Überlebensängste, die sind nicht real. Wir müssen nicht um unser Überleben kämpfen. Weil wir sind göttliche Wesen. Wir sind hier, um zu leben. Wir sind hier, um Liebe zu leben. Warum sind alle so traurig, wenn eine Beziehung kaputt geht? Warum sind alle so traurig, wenn das Objekt der Liebe plötzlich nicht mehr zur Verfügung steht? Weil wir lieben wollen. Weil wir hier sind, um zu lieben, weil wir hier sind, um bedingungslos zu lieben. Und wenn wir uns das erlauben, treten wir komplett in dieses Göttlichsein ein. Wir erhöhen die Schwingung, wir schweben durchs Leben, wir lassen uns überhaupt nicht mehr festhalten, wir begeben uns nicht mehr in diesen Griff der Fremdbestimmtheit. Wir sagen einfach, nein, ich weiß, wie das Leben läuft. Ich bin selbstbestimmt. Ich bin hier, um selbstbestimmt zu kreieren. Ich bin hier, um selbstbestimmt das Leben mitzugestalten. Ich bin selbstbestimmt, um eine paradiesische Gesellschaft hier aufzubauen. Und es fällt uns so schwer, weil wir über Generationen und Generationen andere Sachen eingetrichtert haben. Aber das Schöne ist ja, wir wissen, es kann nicht stimmen. Weil erstens mal sehen wir immer mehr Menschen, die sozusagen die Matrix verlassen. Hallo Elisabeth. Die verlassen einfach die Matrix. Die sagen, wisst ihr was? Ich stelle meine eigenen Regeln auf. Wisst ihr was? Ich kenne meine Power. Ich weiß, was ich alles bewirken kann auf dieser Welt. Ich weiß, dass ich Objekte in meinem Leben einfach zu mir ziehen kann. Und mit Objekten meine ich einfach alles Materielle. Und ob es dir gefällt oder nicht, dein Körper ist auch ein Objekt. Dein Körper ist etwas Materielles, das aus dem Geiste, aus dem Spirit, aus der Energie entstanden ist. Aus deinem Spirit und aus deiner Energie. Und jetzt stell dir mal vor, dein Spirit und deine Energie ist plötzlich göttlich. Wie ist es dann? Wenn sie plötzlich göttlich ist, deine Energie, dein Spirit, dein Denken, dein Fühlen, dein Handeln, dann ist es doch fehlerfrei.
dann hat es doch nichts mehr damit zu tun, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Dann hat es nichts mehr damit zu tun, was du in der Vergangenheit gesagt bekommen hast. Dann hat es nichts damit zu tun, was du glaubtest, was in der Vergangenheit stimmt. Sondern dann fängst du neu an. Dann bist du neu geboren, quasi auf dieser Welt. Du lässt alles zurück und steigst in dieses göttliche Wesen wieder ein, als dass du gekommen bist. Und dann hast du Power. Dann hast du die richtige Power. Dann hast du alle Kraft der Kreation. Dann hast du alle Kraft der Schöpfung. Und dann kannst du dich heilen. Das heißt aber nicht so, ja, Heilprozess, sondern dann spürst du ganz genau das. Wenn du dieses göttliche Wesen bist, wenn du diese Perfektion bist, die angedacht worden ist, um hier auf die Welt zu kommen, kann es nicht sein, dass du leidest, kann es nicht sein, dass du Schmerzen hast, kann es nicht sein, dass du mit einem Körper auf diese Welt gekommen bist, der dir Probleme bereitet. Weil wenn du göttlich bist, warum solltest du Probleme haben? Ein göttliches Wesen hat keine Probleme. Und das ist so ein bisschen abartig irgendwo, weil wir es halt nie gelernt haben. Aber wenn du dir überlegst, dass du als Baby einfach perfekt warst und was der Unterschied zwischen dir als Baby und dem, der Person, den du heute bist, was ist der Unterschied? Es sind deine Erfahrungen. Ja, Carina, gell? Das sind schöne Wimpern. Ich muss mal schauen, das ist von Facebook, aber vielleicht kann ich mir die selber auch ankleben, weil göttliche Schönheit von innen und außen. Ich habe gar nicht gedacht, dass mir das so steht, aber ich finde, das steht mir total. Also, ich muss da, glaube ich, mal ein Wörtchen mit der Anja reden. Die ist ja zuständig für göttliche Schönheit von außen und mir das zeigen lassen, wie ich mir diese Klimperwimpern anbauen kann. Und je mehr und mehr wir da reingehen und mehr wir diesen Ballast loslassen, je mehr und mehr wir erkennen, wie beschränkt und wie begrenzt wir denken, auch wenn es um unsere Gesundheit geht, und wie beschränkt wir denken, auch wenn es um Geld geht. Das ist so ein wichtiger Punkt und Geld hat mich krank gemacht. Geld hat mir gesagt, du hast zu wenig Geld, also bist du nicht gut genug auf dieser Welt, weil alle, die gut genug sind auf dieser Welt, die haben viel Geld. Was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß. Und nur weil ich diesen Scheiß geglaubt habe, habe ich zu wenig Geld gehabt, habe immer wieder gekämpft und gekämpft und gekämpft und bin müde geworden, bin kaputt geworden, habe mich ins körperliche Burnout, ins seelische Burnout, in alles, was so traurig ist, habe ich mich reinkatapultiert. Und der Witz ist, wo du dich reinkatapultierst, kannst du dich auch wieder rauskatapultieren. Nur musst du einfach erkennen, dass du da nicht hingehörst. Du gehörst da nicht hin, du gehörst nicht in Mangel. Du bist nicht, du hast nichts mit Mangel zu tun. Du hast auch nichts mit irgendetwas zu tun, was dir sagt, dass du noch besser werden musst. Du bist grandios. Du hast alles. Du hast alles, was du geben kannst. Du hast ein riesengroßes Repertoire, das hast du dir angesammelt. Aber es darf auch gut genug sein. Und was ist die Vision hier? Was ist die Vision? Das ist so wichtig, dass du eine Vision hast. Und seitdem ich die Vision habe, dass ich sage, das ist alles Bullshit, das ist alles Lüge, was ich bis jetzt gelernt habe. Die Wahrheit ist, jeder ist großartig. Sowieso. Egal, was er gemacht hat. Egal, wo er herkommt. Egal, wie er angeschaut wird. Das ist mal Nummer eins. Jeder ist absolut großartig. Und jeder darf sich großartig fühlen. Jeder darf sich großartig verhalten. Jeder darf dafür sorgen, dass er aus sich heraus Großartiges kreiert. Und das ist das, was wahr ist. Wir sind alle unendlich reich. Es gibt so viel Geld auf dieser Welt. Aber wenn wir hinstehen und sagen, na, wie viel von dem Kuchen habe ich jetzt verdient?
dann fängst du schon wieder an. Du hast alles verdient. Und je mehr Geld wir uns erlauben, desto mehr Geld kommt übrigens auch in die Welt. Wir kreieren mehr Geld, wir kreieren mehr Reichtum für uns und alle und für jeden Einzelnen da draußen. Und es ist so wichtig, dass wir uns das jetzt, und ich sage jetzt, erlauben, weil jetzt ist die Zeit des Umbruchs. Jetzt bricht das System zusammen, wo die Menschen dir durch Kontrolle, Neid, Missgunst, andere kaputt zu machen, andere auszubeuten, Geld gehortet haben und es noch dafür eingesetzt haben, andere weiterhin im Mangel zu halten und andere weiterhin auszubauen. Leute, diese Zeit ist vorbei. Und davon dürfen wir uns gar nicht mehr irritieren lassen. Es ist jetzt die Zeit gekommen, dass die Menschen, die dabei sind, dieses Paradies auf Erden für uns aufzubauen, die dabei sind, Geld im Sinne von Liebe, von allem Schönen füreinander auszutauschen, sich zu helfen, sich gegenseitig aufs Podest des Göttlichen zu heben, da muss das Geld hin. Und ihr alle habt das Potenzial dazu, dieses Geld zu euch zu holen, dieses Geld zu reinigen, dieses Geld zu waschen und dieses Geld wirklich als das sauberste und schönste Geschenk der Liebe anzusehen und uns gegenseitig das weiterzugeben und hier einen Geldkreislauf für das Schönste, für das Beste, für großes Vertrauen, für reine, wahre Liebe, für reine Heilung auszugeben. Dafür stehe ich. Und ein wahnsinnig geiles Tool ist einfach Divine Healing, weil es dir hilft, aus energetischer Ebene zu spüren, wie es ist, wenn der ganze Bullshit weg ist. Und wenn du es einmal gespürt hast, wie du dich fühlen darfst, wer du sein darfst, und dieser ganze Bullshit weg ist und dieser Platz, der gekommen ist, mit allen göttlichen Qualitäten und Eigenschaften wieder aufgefüllt worden ist, die du ins Eck geschoben hast, wächst du. Du wirst größer, du wirst strahlend und du strahlst für andere mit und alle sagen, oh mein Gott, die kann strahlen. Wie geht das? Ich will auch strahlen. Und irgendwann mal haben wir eine Community von strahlenden Menschen. Und dafür einzustehen, jeder Einzelne von uns. Und ein Ding ist einfach, diese Geldgeschichte in Ordnung zu kriegen, dieses Geld zu bereinigen, diese Sache mit dem Geld sauber zu kriegen und einfach zu sagen, Geld ist ein Zeichen der Liebe. Wer viel Geld hat, der öffnet sich ganz groß der Liebe. Ist nicht so kommuniziert. Aber wenn es so ist, wenn wir das alle machen, wenn wir alle glauben, Geld, viel, viel Geld zeigt, dass wir bereit sind, viel Liebe zu geben und viel Liebe zu nehmen, viel Liebe zirkulieren zu lassen, dann haben es wir anders. Und das wünsche ich mir und ich weiß, dass es möglich ist. Ich weiß, dass es immer mehr Menschen verstehen und einfach diese ganzen Paradigmen anzuschauen und zu sagen, Leute, nach was für Regeln und Überzeugungen habt denn ihr gelebt? Das ist menschliche Sklaverei gewesen an das, was ihr geglaubt habt. Aber wenn ihr jetzt anfangt, an göttliche Fülle, aus göttlicher Liebe, aus göttlicher Wahrheit, aus göttlicher Perfektion heraus zu glauben und es auch zu leben und rauszustehen und zu sagen, ich liebe verdammt nochmal Geld. Geld ist so, so wunderbar, weil je mehr Geld ich mir erlaube, desto mehr ist es für mich ein Zeichen, dass ich mir erlaube, Liebe in diese Welt zu bringen, hohe Schwingung in diese Welt zu bringen, Begeisterung in diese Welt zu bringen, Schönheit in diese Welt zu bringen, wirklich wahre Schönheit, Schönheit von innen, dieses Strahlen. Das wollen wir doch, da werden wir doch hingezogen. Und jedes Mal, wenn wir dort hingezogen werden, dann fühlen wir uns so, oh, das ist aber, ich aber nicht. Ja, warum denn nicht? Du doch auch. Jeder doch auch. Wie eine riesengroße Blume mit wunderbaren Blütenblättern sind wir. Und
Darum geht es mir. Und darum geht es mir in diesem Gewinnspiel, dass ihr das mal erfahrt, wie sich das anfühlt. Dass ihr mal merkt, hey, da ist Power dahinter, in dieser wahren göttlichen Energie. Und nicht irgendwie so ein Reiki oder irgend so was anderes, sondern die Wahrheit, die wahre Power, die schon immer in uns gewohnt hat und die schon immer gesagt hat, du bist toll, ich liebe dich. Du bist wunderschön, du bist gesund, ich bin so stolz auf dich. Die göttliche Power sagt, ich bin so stolz auf dich, weil du so schön bist, weil du so fantastisch bist, weil du so ein großes Herz hast, weil du immer das Beste für alle willst. So spricht diese göttliche Power mit dir. Und du hörst es nicht, weil deine Ohren verstopft sind, weil deine Großmutter irgendwann mal gesagt hat, du siehst nicht gut aus. So einfach ist es. Und schon ist es drin im System. Oder du bist nicht gut genug oder hast du schlecht gemacht oder was auch immer, wie wir miteinander umgehen. Wir sehen nur die Fehler, weil in uns die Fehler gesehen worden sind. Und dann denken wir, ja, wenn in mir so viele Fehler gesehen worden sind und ich, kann doch nicht sein, dass ich der einzige Fehlermensch hier bin. Die anderen haben doch auch Fehler. Und dann hast du deine Glubschis und suchst die Fehler in dem anderen, damit du dich nur ein bisschen besser fühlst. Das müssen wir lassen, das müssen wir lassen. Wir müssen einfach sagen, ich bin göttlich, ich bin perfekt, ich bin geliebt. Egal, was ich mache. Und der andere auch. Der andere ist auch toll. Egal, was er macht. Jeder, den ich sehe, der ist toll. Und das uns beizubringen. Und dazu hilft uns unsere Beziehung zu Geld. Weil Geld und Gold und dann eben auch Gott oder das Göttliche, das ist alles für uns die gleiche, wirkliche, wahre Energie. Und zwar sollte es die wahre Energie der Fülle sein. Wir sind hier in Fülle. Ja, weißt du, was das heißt, wenn du in Fülle bist? An dir ist nichts falsch. Du bist vollkommen. Daher kommt Fülle. Du bist vollkommen. Aber wenn du dieses Vollkommen nicht präsentierst, wenn du dieses Vollkommen nicht mit Stolz rausträgst in diese Welt, dann wirst du dich immer klein fühlen und wirst dich immer falsch fühlen. Und dann kommt dieser ganz große Scheiß-Glaubenssatz dazu. Ich bin krank, ich bin eingeschränkt, ich bin bestraft. Ja, das ist so präsent. Gott straft. Und dieser Glaubenssatz, obwohl ich nie an diesen Gott von der Kirche glaubte, dachte ich trotzdem, es gibt eine Energie, die mich straft. Es gibt eine Energie, die mich klein macht. Es gibt irgendeine Energie, ein Dämon vielleicht sogar. Ja, also ein Bullshit habe ich geglaubt. Irgendwelche Vorstellungen, die uns immer wieder auf dem Serviertablett gebracht werden und sie sagen, ja, aber da ist dann schon noch was, was Einfluss auf dich hat und nichts, aber auch gar nichts im Außen hat auch nur so ein Mühkwäntchen Einfluss auf dich, wenn du es nicht erlaubst, weil das sind Lügen und die sind gekommen, um uns klein zu halten. Und diesen ganzen Lügenkatalog, den lösen wir ab mit Divine Healing. Und er wird ersetzt durch die Wahrheit. Und dein ganzes energetisches System, das kriegt ein neues Upgrade. Es kriegt ein Back zu dem, was du schon immer warst. Und das ist der eine Punkt, an dem wir ansetzen. Und der andere Punkt, an dem wir ansetzen, ist, an dem wir sehen wir die Welt, wie sehen wir uns in der Welt, wie sehen wir die Wirkungsweisen in der Welt, wie sind die Funktionen in der Welt, wie funktioniert denn ich? Ja, das alles zu lernen, wir müssen es neu lernen. Es ist uns vorenthalten worden oder es ist uns an Bedingungen geknüpft worden. Und das ist alles nicht wahr. Es ist hier, es ist verfügbar. Du kannst es einfach annehmen, du kannst es für dich nehmen, du kannst dein Standing behaupten, jeden Moment, und zwar nicht in irgendeiner Art und Weise, die sagt, oh, das muss ich mir jetzt verdienen. Nein, du entscheidest.
Du entscheidest jetzt, wer du wirklich bist. Und du bist göttlich, du bist perfekt und du bist wunderschön. Und du bist gesund. Dein Körper ist gesund, wenn er nicht immer wieder infiltriert wird mit, ja, aber das kann ich heilen, aber das ist kaputt, aber das dauert lange und so weiter und so fort. Ich kenne diese ganzen Chosen. Es ist die Hölle, es ist das Gefängnis. Oder zum Beispiel auch, was auch noch ein ganz guter ist, ich bin ja krank und deswegen kann ich zum Beispiel nicht so viel Geld empfangen, weil ich ja krank bin. Und weil ich krank bin, bin ich weniger wert. Und weil ich weniger wert bin, kriege ich kein Geld und keine Unterstützung. Und ich bin Bittsteller als Kranker. Und deswegen sich als krank zu identifizieren, ist schon mal das Todesurteil per se. Mit allem, wo du dich identifizierst oder identifizieren lässt, das schadet dir, wenn es nicht deine göttliche Perfektion ist. Und ich kann euch nur noch eins sagen, kurz zum Abschluss. So viele Schmerzen, wie ich gehabt habe und so wertlos, wie ich mich gefühlt habe, wie ein Stück Schmerz, wie der Schmerz der Welt. Der Schmerz der Welt hatte ich in mir. Diesen riesengroßen Schmerz, diese Hoffnungslosigkeit, dieses Ausgeliefertsein, dieses all diesen Schmerz, den habe ich in mich reingegluckert, mein ganzes Leben lang und habe gedacht, oh mein Gott, wie, wo. Und dieser Schmerz, der ist gar nicht da. Das ist eine Fata Morgana, das ist eine Illusion, dieser Schmerz. Der ist nur kreiert auf Basis von diesen ganzen Glaubenssätzen und Vorstellungen, die uns weitergegeben worden sind. Aber Göttliches hat keinen Schmerz. Ein göttliches Wesen hat keinen Schmerz. Da gibt es keinen Schmerz, da gibt es auch keine Ablehnung, da gibt es auch keine Enttäuschung. Da gibt es nur diese große, große Liebe für dich, für das Leben, für die Menschen da draußen. Und das dürfen wir generieren, bedingungslos. Wenn dir einer irgendwas Böses sagt, dann ist es nicht, weil du böse bist oder weil du einen Fehler gemacht hast, auch nicht, weil er böse ist und weil er einen Fehler gemacht hat, sondern weil er gerade in ein Programm und in eine Überzeugung eingestiegen ist. That's it, das ist alles. Weil er die Wahrheit vergessen hat, weil er sie gerade nicht weiß. Aber das heißt noch lange nicht, dass du die Wahrheit vergessen musst und sagen musst, ja, du bist ein göttliches Wesen, hast halt gerade die Wahrheit vergessen, ich weiß sie für dich mit. Und dann ist alles wieder gut. Und so einfach ist es. Und wenn wir diese Energien mehr und mehr kennenlernen und mehr in uns reinlassen, können wir aus diesen Energien heraus unser Leben gestalten und gleichzeitig fangen wir an, so zu denken, wie Gott über uns gedacht hat. Also nicht der Gott von der Kirche, sondern das Göttliche, das Perfekte, das Liebende über uns gedacht hat. Ja? Dann fangen wir so an, über uns so zu denken und dann fangen wir so an, über die anderen Leute zu denken und dann fangen wir auch an zu verstehen, dass Geld überhaupt niemals Mangelware war. Für keinen von uns, weil alles ja so da ist und weil es von uns generiert wird. Ja, wir manifestieren ja Geld, wir manifestieren ja immer alles, wir manifestieren auch mehr Geld. Wir manifestieren, dass mehr Geld ausgetauscht wird. So müsste man das sehen und so darf man das sehen. Also meldet euch an. Divine Healing Session zu gewinnen für 399 Euro. Einzige, was ihr machen müsst, ist ein Testimonial. Es kann auch scheiße sein, wenn ihr sagt, so ein Bullshit. Habe ich dann gratis was gewonnen? Ist das total der größte Mist? Gebt dieses Testimonial auch. Glaube ich zwar nicht, dass es so ist. Aber wir wollen alles wissen. Wir wollen wissen, wie das für euch wirkt. Und wir wollen euch wirklich anfixen mit dieser Geschichte. Weil es leicht ist und weil es die Wahrheit ist. Und ehrlich gesagt, weil Jesus auch schon so geheilt hat. Weil so Heilung funktioniert. Und weil du nicht an die Bibel glauben musst, sondern du musst einfach nur dran glauben, in was für einer wirklichen Welt wir hier leben, was die Wahrheit ist über unser Sein als spirituelle Menschen und nicht als körperliche Objekte.
Also ich will euch anfixen, 10 Leute gewinnen eine Anwendung bei einem von unseren Master of Divine Healing. Die freuen sich schon ganz riesig auf euch. Die werdet ihr auch kennen noch in der nächsten Woche. Werden sich alle vorstellen und ihre eigenen Ergebnisse, ihre eigenen Erfahrungen bei sich selber und bei anderen Menschen, wo sie das schon angewendet haben, mitteilen. Und das ist so ein wunderbares Tool. Und das andere, was ich euch wirklich ans Herzen lege, kommt in das Divine Money Programm. Weil wenn du die Göttlichkeit im Geld erkennst, dann erkennst du die Göttlichkeit in dir, du erkennst die Göttlichkeit in den anderen, du erkennst die Göttlichkeit im Leben und du erkennst ganz klar, was deine Berufung ist, nämlich deine Göttlichkeit auszuleben. Die Göttlichkeit hier zu generieren und damit alles andere in Schatten zu stellen, was irgendwie so bescheuert ist, was irgendwo so einengend ist, was irgendwo dich so fremd bestimmt. Darum geht's ja, oder? Je mehr Licht wir kreieren, desto weniger Platz gibt es für den Schatten. Und dann ist der Schatten verschwunden irgendwann mal. Aber wir dürfen leuchten. Wir dürfen zeigen, wie schön wir sind. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Und dann kommt wieder, ja, aber dann bin ich ja arrogant. Kein Mensch ist arrogant. Du bist nur arrogant oder du wirkst nur arrogant, wenn du meinst, es steht dir nicht zu. Wenn du meinst, es ist irgendwas Aufgesetztes und du stehst über dem Göttlichen, das überall präsent ist. Das ist natürlich arrogant, aber wenn du weißt, dass du ein Teil des Göttlichen bist, wo ist dann Platz für Arroganz? Dann ist ja nur noch Wahrheit da. Und das sind eben alles so Sachen, die kann man lernen, die muss man lernen und dann gehst du in die Freiheit, in die Selbstbestimmtheit und dann bist du dieses edle, wunderschöne Wesen, das Licht in die Welt trägt. Durch das innere Wissen und durch das äußere Wissen. Und das ist meine Vision und die werde ich verfolgen, wenn ich mit meinen langen Wimpern mein letztes Live hier mache, wird es immer noch meine Vision sein. Also vielen, vielen Dank für euch, dass ihr zugeschaut habt. Meldet euch an, den Link poste ich hier nochmal in den Kommentaren, wo ihr euch anmelden kann für diese Divine Healing Session, die zu gewinnen. Es sind zwei Termine übrigens, Ja, macht der Master of Divine Healing macht mit euch diese zwei Termine ab. Und danach wirst du sehen, dass du etwas anders ist in deinem Leben. Es kann vielleicht mal kurz anders nicht so schön sein, weil es halt so ein Ablöseprozess ist. Ich meine, wir haben ein ganzes Leben lang angelöst und jetzt dürfen wir schnell ablösen, aber wir lösen halt nur so schnell ab, wie wir das auch wirklich vertragen können, ja? Kann ich sagen, ja, komm zu mir in die Divine Healing Session, ich löse alles ab und du gehst völlig ins Nirvana und weißt überhaupt nichts mehr, bist völlig leer, weil du plötzlich nichts mehr hast, an dem du dich festhalten kannst. Das ist übrigens auch schon passiert. Und das ist nicht cool, oder? Sondern du löst es ab und gehst in die Wahrheit rein und das ist halt ein Prozess, ja. Du hast ja auch nicht Lust, irgendwie plötzlich ins kalte Wasser geschmissen zu werden, abgeschrubbt und ist ja auch nicht so angenehm. Es soll ja angenehm sein, soll ja in einem guten Tempo sein, soll ja in deinem Tempo sein, wie du es auch annehmen kannst und wie du es dann weiter Schritt für dich ausleben kannst. Und da hat halt jeder sein anderes Tempo. Und auch das gehört nicht bewertet, sondern das Einzige, was bewertet ist, gehst du für dich, gehst du für deine Wahrheit oder bleibst du hier in diesem ganzen Kladderadatsch, in diesem System hängen, das dir sagt, dass du fremdbestimmt bist und dich von vorne bis hinten anlügt und dir alle Macht und alle Power ausredet. Nicht cool, oder? Also, let's go und ich freue mich auf euch. Bis bald. Tschüss. Und ich brauche unbedingt so Wimpern in echt. Ciao.